Als Bezirksstättenobmann in der Wirtschaftskammer Wels verfügen Sie über mehrere Betriebe aus Gewerbe und Industrie. Wie viele Betriebe sind das insgesamt? Es sind knapp 5.950 Betriebe sind im Welsland und das Gleiche ist nur mehr in Welsstadt. Und ich bin der Obmann der WKO für den Bezirk Welsland. Da braucht man aber auch die Weltstadt dazu. Wie läuft da die Kooperation? Perfekt. Wir haben regelmäßigen Austausch mit Weltstadt, mit den Kollegen. Besser kann man sicher Zusammenarbeit nicht wünschen. Apropos Zusammenarbeit, es gibt ja auch Zusammenarbeit mit den verschiedenen Messen. Da gibt es ja auch Messen, wo die WKO immer dabei ist. Genau, da gibt es zum Beispiel die Jugend und Beruf, wo sie junge Leute, Lehrlinge, Schulabgänger informieren können über die zukünftigen Berufe, die dort ausgestellt werden. Und man kann dort auch direkt gleich ein Jobangebot erhalten. Also ist gerade für die Jugend sehr, sehr interessant. Wie ist momentan die Situation, dass sich Jugendliche bewerben bei Betrieben hier im Bezirk Wels? Aktuell ist es so, also Lehrlinge werden überall gesucht. Die Lehrplätze sind meist im Jänner, Februar schon weg. Also wenn man Lehrlinge haschen will, muss man schnell sein als Arbeitgeber. Und wir sind top vertreten. Wir haben sehr, sehr gute Ausbildungsbetriebe im Welsland und auch Welsstadt. Das passt gut, ja. Es gibt zahlreiche Menschen, die ohne Beschäftigung sind und demotiviert, da sie einen Anspruch auf eine monatliche Unterstützung von 1.100 € oder mehr haben und zusätzlich in geringfügiger Beschäftigung in einem Familienbetrieb tätig sind. Wie ist da die Situation in Wels und wie stehen Sie dazu? Grundsätzlich muss man sagen, wenn man arbeitslos ist, in der Arbeitslosigkeit reinfällt, das ist keine Schande, nicht. Das kann schnell mal passieren. Ja. Für uns heißt es, wir müssen dort den Hebel ansetzen, Leute, die das System ausnutzen. Ja. Und jetzt über mehrere Monate, vielleicht Jahre hinweg arbeitslos sind und dann vielleicht noch zusätzliche geringfügige Beschäftigung wo ausführen, das geht sich einfach nicht aus. Da wollen wir den Riegel vorschieben und schauen, dass diese Personen schnellstmöglich in ein Arbeitsverhältnis kommen, in ein Dienstverhältnis kommen und es sind genügend Plätze frei. Also jeder, der arbeiten will, findet Arbeit. Wenn jemand in der Gastronomie Arbeit finden will, da haben wir gesehen, dass in Wels unheimlich viele Stellen frei sind, aber da gibt es auch Leute, die kommen 3 Tage arbeiten, weil sie vom AMS quasi als Zwischenlösung mitfinanziert werden und kommen dann nicht mehr und melden sich auch nicht mehr. Wie glauben Sie, wie man da gegensteuern könnte? Gastronomie ist natürlich ein schwieriges Thema. Die Arbeitszeiten passt oft nicht zusammen mit den Arbeitssuchenden, ist sicher ein eigenes Kapitel, ja. Glauben Sie, dass man da irgendwie nachhelfen kann? Man kann in dem Fall nachhelfen, wenn man Leistung belohnt. Ich denke, sehr, sehr viele Restaurantbetreiber, Wirtshäuser sind auch bereit, einen entsprechenden Lohn zu zahlen. Und Leistung muss sich lohnen. Das muss einen Anreiz haben für die Arbeitssuchenden, dass sie einen Job annehmen. Sie klingen sehr motiviert, was das heutige Gespräch betrifft, punkto Arbeitsplatzsicherung für Jugend und auch für Senioren oder für Leute, die nach der Pension auch arbeiten wollen. Wie stehen Sie dazu? Wir brauchen dringend Personen, die schon sehr, sehr viel Know-how, sehr viel Erfahrung haben im Berufsleben, jetzt in der wohlverdienten Pension, im Ruhestand sind. Und da gibt es doch einige, die sagen, hey, ich will mir nur gerne irgendwas dazu verdienen. Das kann nicht alles sein. Und die wären bereit, noch 1-2 Jahre hinten dran zu hängen. Leider ist es von den Steuern her momentan für sehr viele nicht lukrativ, weil sie zahlen natürlich genauso die Pensionsversicherungsbeiträge, kriegen aber das nicht mehr raus. Da hat die Regierung noch etwas zu tun in den letzten Monaten und in den nächsten Monaten, dass man das attraktiv gestaltet. Hat auch die WKO Wels Stadt und Wels Land frei verfügbare Arbeitsplätze? Können Sie das anbieten? Das können wir anbieten, sehr gerne, ja. Dann danken wir für das Gespräch und in einem anderen Beitrag übersiedeln wir jetzt zu Ihrem Betrieb nach Lambach. Da gibt es ja ganz eine neue Einrichtung und nachdem es heute nicht so sauber ist, fahren wir mit dem Fahrrad dorthin. Dankeschön. Danke für das Gespräch. Thank you.